Herzlich willkommen zu Tag 28 unserer Inktober Tangles Challenge. Welcome to Day 28 of our Inktober Tangles Challenge. Ja, heute mit dem Muster Effie von Annette Rümpler. Today's pattern is Effie from Annette Rümpler. Und ich werde das Ganze auf einer kleinen runden Kachel tangeln in Weiß. And I will use a small circle tile, as you can see, in white. Und Effie ist ein schönes, ja, ein florales, ein organisches Blumenmuster. Effie ist ein organic floral pattern. Und ich werde Effie einfach hier in ein paar Effies sozusagen hier auf meiner Kachel verteilen. Und ich finde, dafür bietet sich wirklich die runde Kachel sehr gut an. I will draw some effies here all around my round tile. And I think this circle is perfect for this beautiful organic pattern. Und wir starten, Effie. Ich nutze einen Micron, einen schwarzen 01. I use a black Micron 01. And we start with Effie by drawing just an orb or a circle. Ja, wir zeichnen einfach einen Kreis oder einen Orb. Und jetzt setzen wir hier an jeder Seite, ja, ich würde sagen, wie so ein Blatt. Then we draw a leaf. Yeah, it's almost a leaf shape on one side. Und als nächstes zeichnen wir uns jetzt hier so wie einen Bogen sozusagen von einer Spitze zur anderen des dieser beiden Blätter. Then we draw a curve from this point to this point of our leaf shape, but we are not drawing it completely in one line. We're leaving these little spots in between. Ja, wir zeichnen das hier nicht durch, sondern wir lassen hier so kleine Lücken dazwischen. Denn diese Lücken separieren jetzt die weiteren Blätter, die hier gezeichnet werden. These little spaces separate our leaf shapes a little bit, so that every shape has its own space. Und wenn du dann möchtest, kannst du dem Ganzen hier auch noch so ein paar kleine Blattadern geben, da wo Platz dafür ist. Und das ist unser Effie. Und jetzt kannst du hier über deine Kachel in verschiedenen Positionen deine Effies verteilen. Now you can draw as many Effies as you want on your tile. And we always start with these, I would call them wings. They look a little bit like wings. And it's funny, I always have these problems by drawing it in the other direction. For me it's easier to do it on the right side. They look a little bit funny on the other side. Es ist lustig, weil mir fällt es leichter, diese Form nach rechts zu zeichnen. Nach links sieht sie irgendwie immer ein bisschen anders aus. Aber das ist auch absolut in Ordnung und darf auch genauso sein, weil auch in der Natur sieht nicht alles gleich und perfekt aus. Und so darf das hier bei unserem Effie-Pattern-Muster genauso sein. Yeah, not everything is perfectly symmetrical in nature, and that's how our Effie can look as well, very individual. Ja, und ich zeichne jetzt hier einfach noch ein paar.
auf meine Kachel. Und es kann natürlich auch eins einfach mal ein bisschen größer sein. Ja, das heißt, es kann hier etwas weiter hinausgehen. And of course, your effi flowers can be bigger and smaller. They don't have to be all in the same size. And of course, they can have different amounts of leaves. Ja, sie können natürlich auch unterschiedliche Anzahlen an Blättern haben. Ja, sie müssen nicht alle perfekt gleichmäßig sein und die genau gleiche Größe und Anzahl haben. Aber ich finde, sie sehen wirklich ganz bezaubernd und irgendwie auch ein bisschen, einfach mal ein bisschen anders aus als, ich sag mal, das klassische, die klassische Blüte oder das klassische Blatt. Und sie können auch einfach mal ein bisschen die Richtung verändern, ja, dass sie nicht alle in die gleiche Richtung zeigen. Und vielleicht verschwinden sie auch manchmal hintereinander. Und vielleicht möchtest du einmal ausprobieren, ob es dir leichter fällt, deine Blätter hier direkt zu zeichnen. Maybe you want to draw your leaf shapes without drawing these lines before. Maybe you want to add these little flowery shapes in one. Und ja, ich denke, ich werde hier unten noch eine positionieren. Und ja, vielleicht kennst du das auch, dass so länger man hier das Ganze zeichnet, desto leichter fällt es einem, desto schneller kommt man in den sogenannten Zen-Flow. Und kann dann das Ganze, dieses Muster immer leichter und leichter zeichnen. Und was ich jetzt noch machen möchte, ist, dass ich hier meinen Blüten noch einen Blütenstiel gebe, der sich hier entweder treffen kann oder sie können hier, der verschwindet ganz dahinter. Vielleicht kommt hier noch ein bisschen was davon hervor. Mal schauen. Hier, der kann ebenfalls hier nach unten laufen. Und hier, vielleicht ist der ein bisschen gebogen. Und wenn du dann deine Kachel ein bisschen drehst, dann kannst du entscheiden, ob du vielleicht noch irgendwo ein Effi dahinter zeichnen möchtest. Maybe you want to add some more Effis by drawing them behind the other ones. And you can draw them very loose or very close together, however you like and what feels good for you and your beautiful tile. Ja, du kannst das Ganze hier sehr eng setzen oder auch ganz locker verteilt, wirklich einfach so, wie es dir gut gefällt. Und ich habe das Gefühl, dass hier oben noch eine letzte hinter. I think on my tile is, here's one more space to add
An Effi. Flower. And as you see, mine are looking very crazy. Ja, und so würde ich meine Kachel schon lassen. Now, for my tile, I have enough Effi flowers and I'll go for shading now. Und ich werde jetzt schattieren und dafür nutze ich meinen Bleistift und werde hier so diese Bereiche, die ich schon mit meiner Schraffur ein bisschen hervorgehoben habe, noch ein bisschen verdichten. I add some graphite on these little spaces where I already added this hatching to make it a little bit darker. Ja, um das hier noch so ein bisschen dunkler zu machen und dadurch das Ganze noch ein bisschen mehr gewölbt aussehen zu lassen. So, my flowers look a little bit more curved, just a little bit. Maybe I'll add some graphite on these outer sides as well. Ja, vielleicht setze ich da ganz außen auch noch ein bisschen Graphit auf meine Blüten, um das Ganze noch ein bisschen zu verstärken. Und sie sehen fast ein bisschen aus wie solche Farnblätter, ja, die sich so ein bisschen nach außen wölben. Und ein ganz bisschen Graphit setze ich hier noch nach außen. And I add a little bit of graphite here on these top side of my flowers, shapes or leaves, just to let them look a little bit more curved. And of course you can go inside these stems as well. When they go behind each other, but I don't want to overdo it with my graphite, because as always, when you have too much graphite on your tile, then the light is missing and your patterns just look dark. And there's no light or not enough light. was du noch machen kannst, natürlich, ist hier auch diesen inneren Bereich ausmalen. Ja, das heißt, du könntest ihn auch schwarz malen und hier so eine wie so eine Perle hineinsetzen. Also so ein nicht Perle, ein Lichtpunkt. What you can do is you can ink these circles, these orbs in. And leave just this little light dot point on top, to put a little bit more contrast on your tile. That's the word, contrast. Ja, um hier einfach ein bisschen mehr Kontrast auf die Kachel in dein Muster zu bringen. Ich mag es ja immer sehr kontrastreich und ich finde, es gibt diesen Blüten noch ein bisschen ein, es ist wie ein kleines Schmuckelement. It's just a little embellishment and a little bit of drama on my tile. Just
Just this little bit of drama. Every child needs a little bit of drama. Jede Kachel braucht ein bisschen Drama. So. Und die letzte. Wie gesagt, im Originalmuster ist das nicht vorgesehen. In the original step out, these circles or orbs are white. But I think it's beautiful with this little drama. Ja, und dann suchen wir uns natürlich noch eine Stelle für unsere Signatur. Then turn your tail. Look around and find a place for your chop. Und dann schreiben wir uns natürlich auch auf die Rückseite noch unser Muster. Das ist Effie von Annette Römpler. Und das ist unsere Inktober Tangle Challenge Day oder Tag 28. Und natürlich signieren wir unsere Kacheln noch, wie jeder gute Künstler. Und dann haben wir es für heute schon wieder geschafft. Ja, noch 4 Tage, wenn ich richtig gezählt habe. Nein, noch 3. 29, 30, 31. We have 3 more days to go in Inktober. Und ich denke, dass ich am 1. November ein kleines Wrap-up machen werde und dir in einem Video oder vielleicht sogar in einem Live einmal zeigen werde, was ich dann mit meinen ganzen einzelnen Inktober-Tangle-Kacheln anstellen werde. Es gibt ja diese wunderschönen Collagen, wo immer ein kleines Stückchen für ein Muster gedacht ist. Und ich habe sie jetzt alle einzeln gezeichnet und deshalb werde ich mir noch etwas überlegen, was ich am Schluss mit den ganzen Kacheln tun werde. We have already said this, that we have 3 more days to go in Inktober. I think I will make a live or a video, we will see, on the 1st of November to show you what I will do with my Inktober Tangle Tiles, because I drew every pattern on one tile, so I have to bring them all together. They are so beautiful collages where you have a string and you draw just in one field or in one part of your big tile. But I did them all on their own, and that's why I have to think about what I'm going to do with all them. With them all to put them together. So I hope you join me on the 1st of November to take a look at how I will put them all together. Und ich freue mich natürlich wieder, wenn du den Inktober Tangles 2021 Hashtag benutzt, wenn du auf Instagram postest. Please use the Inktober Tangles 2021 Hashtag when you post on Instagram. And as always, you can use my Tangle and Relax Hashtag or you can link my account so I can see your beautiful tiles. Und natürlich kannst du auch wieder meinen Tangle and Relax Hashtag benutzen oder meinen Account verlinken, dass ich auch deine schönen Kacheln sehen kann. Und dann hoffe ich sehr, dass wir uns morgen wiedersehen, dann, wie gesagt, zum drittletzten Tag. I hope to see you tomorrow again for our Countdown, it's the just 3 more to go. See you tomorrow. Bis morgen.